Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Jetzt muss ich erst mal gucken, geht denn überhaupt der Sound hier? Oder geht er nicht? Ich glaube, geht denn nichts. Jetzt muss ich erst mal gucken. So, jetzt müsste der Sound. Ja, wir haben Sound. Nice. Die Sound ist da. So, also dann gehen wir mal gleich wieder hier zurück. Gehen wir mal gleich wieder hierhin zurück. Zack, 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 zack. So, Leute, ja, also wir haben jetzt hier heute wieder News und zwar folgendes. Zum einen kommt irgendwie so ein Tennis-Skin ins Spiel. Und den schauen wir uns gerade mal an. Das ist dieser da. Also ein Tennisset soll wohl scheinbar 1200 V-Bucks kosten und ja, das ist wahrscheinlich dann hier, vermute ich mal, dann die Picke. Die finde ich eigentlich ganz cool, die Picke. Ja, wie findet ihr denn hier diesen Tennis-Skin? Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Bin jetzt nicht so ein Fan von diesen ganzen Sportskins da, aber gut, wie gesagt, hier da das Racket finde ich cool als Picke, aber naja, schauen wir mal. Dann ist wieder was Neues mit hinzugekommen oder wird hinzukommen. Hier so ein exklusiver Honor Guard Skin für, also war jetzt so eine Pressekonferenz gewesen, von wegen dem neuen Honor View 20 Handy. Ich habe von dem Ding noch nie was gehört. Ich muss mir das erste Mal dann angucken. Wahrscheinlich lacht ihr euch jetzt kaputt und sagt, Alter, der Herr Gleich lebt noch hinterm Mond oder was? Kennt er nicht der Honor View 9, der Honor View 20 oder was? Kollege, ey, geh mal aus Tiefschlaf raus. Alter, nee, ich weiß nicht, ich habe das Ding noch nie, ich habe noch nie was davon gehört, ich habe nie was von dem Honor View gehört. Naja. Gut, ich habe diese Huawei, kenne ich inzwischen auch, Huawei und klar, Apple iPhone, klar, und Android, Samsung und so weiter und so fort, ja, aber Honor View 20, I don't know, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es dann so ähnlich wie mit dem Galaxy Skin sein, dann kannst du hier, da rennen wieder die ganzen Leute in die Läden rein und dann kaufen die sich, was heißt kaufen die sich? Kaufen sie sich nicht die Handys, sondern sagen, hey, müssen wir mal ausprobieren. Oder sie probieren es einfach aus, ja, und dann packen die sich das Spiel da rein und dann holen sie sich den Skin. Ja. Naja, also ich finde, wenn wir jetzt in den eigentlichen Shop reingehen, so viel anders als der sieht das jetzt auch nicht aus. Deswegen nur halt in Dunkel. Jetzt gucken wir uns mal den heutigen Shop an. Was ist denn da so am Start? Was ist da? Hier haben wir als allererstes den Red Knight. Und der Red Knight kriegt von mir eine glatte 10 von 10. So, let's have a look at your marks. Wir schauen uns jetzt mal an, was hat der Red Knight bei euch für Noten bekommen hier. 4,26 von 5 bei 120 Votes, 322 Reminders. So, als nächstes haben wir die Crimson Axe. Und die Crimson Axe, finde ich, sieht eigentlich ganz nice aus. Die Crimson Axe kriegt von mir zumindest mal 7 von 10. So, schauen wir mal hier rein. Was haben wir da? 3,64 von 5 bei 14 Votes. So, dann sind wir auch schon hier durch mit dem Pack. Dann geht's weiter zum Whiteout. Und wenn es überhaupt einen Skin gibt, der momentan in irgendeiner Form richtig mega viel Sinn macht, ja, bei der aktuellen Ice Map, dann ist es der Whiteout. Leute, das Ding wirst du wahrscheinlich im Nebel so gut wie gar nicht sehen. Ja, wenn du da hinten noch dieses scheiß Backpack da wegmachst, okay, was heißt scheiße, sieht auch nice aus, ja, aber den siehst du wahrscheinlich echt nicht. Würde ich mir mal interessieren, Whiteout im Nebel, wie das rüberkommt. Also deswegen der Whiteout, ich glaube, ich habe dem noch nie eine solche Note gegeben. Momentan tatsächlich, wegen dem aktuellen, wegen der Ice Map, sage ich, Alter, das Ding hat eigentlich jetzt 10 von 10 verdient, ne?
So, aktuelle Note 4,28 von 5, 36 Votes. Wie viele Reminders? 187. So, ähnlich sehe ich es bei dem Overtaker. Ganz genau das gleiche Thema. Overtaker, ja gut, hat ein bisschen mehr Schwarz drin. Trotzdem mega geil, passend aktuell zu dieser Ice Map. Hammer-Ding. Auch 10 von 10. Da gucken wir mal hier. Da haben wir jetzt hier 3,94 von 5 bei 48 Votes. So, dann haben wir den White Squall. Und er ist natürlich auch geil. Ne? Das Ding, das ist auch mega nice. Sieht auch von hinten gut aus, muss ich sagen. Und der White Squall kriegt von mir auch 9 von 10. Kriegt der White Squall von mir. So, was haben wir da? 3,72 von 5 bei 18 Votes. Dann sind wir auch schon mit dem Pack hier durch. Dann geht's zu einem ersten Emote von den Daily Items. Oh mein Gott. Oh. Horror. Hurry. Der Regenbogentanz. Ich finde, der sieht so schlimm aus. Meine Güte. Also Star Power, trotz allem ist er ja ganz, ganz cool. Ich finde ihn schrecklich, aber trotzdem hat er ja irgendwas. Also von mir kriegt er, wenn ich diese Regenbogen da sehe, meine Fresse, kriegt er von mir 6 von 10. So, Star Power, natürlich einer der beliebtesten Emotes, ist mir schon klar. So, 4,31 von 5 bei 13 Votes. So, dann haben wir jetzt Special Forces und, was soll ich zu dem Special Forces sagen? Kriegt von mir 4 von 10. Ich finde den jetzt nicht so krass. Ja. Bin jetzt nicht so Fan von dem. Was kriegt der? Was hat er? 2,7 von 5 bei 10 Votes. Okay. Tja. Ich finde das Ding so geil. Ich werde das nie vergessen, als ich das Ding das erste Mal in der Lobby miterlebt habe. Und ich sage noch zum Herrn sofort, ey, was ist denn hier los? Hier ist ein Esel in der Lobby. Und dann zeigt er mir, dass es dieser Emote hier ist. Der Love It Up kriegt von mir 10 von 10, weil man ihn immer wieder und immer wieder und immer wieder gebrauchen kann. Ich habe den auch schon so oft benutzt, ich habe ihn mir selber geholt. Ich finde den witzig, ich finde den cool. 3,31 von 5 bei 16 Votes. So, dann haben wir den Brawler und der Brawler ist halt so ein Marineskin und das ist, die sieht auch nicht gut aus. Also ganz ehrlich, wenn die so vor mir stehen würde, nee, das ist nicht hübsch. Die sieht irgendwie scheiße aus. Sorry, aber das, nee, das ist nicht sexy. Nee, gar nicht. Die hat zu viel unter Wasser getaucht, ey. Brawler kriegt von mir auch nur 4 von 10. Finde ich auch nicht toll. So, was haben wir beim Brawler? 3,79 von 5 bei 19 Votes. So, dann haben wir den Cliffhanger. Cliffhanger, ja. Ist eine durchschnittliche Picke irgendwie und kriegt von mir 5 von 10 Cliffhanger. Was haben wir hier? 3,38 von 5 bei 13 Votes. Und dann haben wir den Blaze. Und das einzig Coole an dem Blaze ist halt wirklich, muss ich sagen, das Motiv, der mit dem Plankerton. Das sieht halt so ein bisschen Biker-Style-mäßig aus, das Ding. Und aber ich kann es halt leider jetzt hier nicht so richtig erkennen. Aber man sieht hier einen Auspuff, da kommt Feuer raus. Rechts ein Auspuff, da kommt Feuer raus. Was es jetzt genau ist, kann ich euch nicht so richtig sagen. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus, das Ding. Vielleicht kann man es beim Redeploy ein bisschen besser erkennen. I don't know. Nö, kann man auch nicht. Vielleicht kann man so ein bisschen besser, wenn es so redeployt. Nö. Er sieht jetzt nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ist halt ein Standardgleiter. Aber kriegt von mir halt auch 4 von 10 deswegen. Und okay. Hat hier 2,1 von 5 bei 10 Votes.
So Leute, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mal sagen, dann würde ich mich riesig, 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 riesig drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Falls ihr noch nicht getan haben solltet, teilt das Video mit euren Freunden. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir dann gleich. Ja Leute, wir müssen mal gucken. Ich glaube, ja, ich lassen wir uns mal überraschen. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.